Rostocker Zoo hat Nachwuchs. Mehr als 70 Jungtiere sind in den letzten Wochen und Monaten zur Welt gekommen. Mit dabei das erste Emu-Küken seit Beginn der Haltung dieser Tiere im Rostocker Zoo. Am 15. Juli können Sie bei einer speziellen Jungtierführung dabei sein. Um 10 Uhr geht es los. Sie erfahren viel Spannendes über die jüngsten Mitglieder der Zoofamilie und sind auch bei der Fütterung dabei. Treff ist am Zooeingang bei der Trotzenburg. Die Führung ist kostenfrei, lediglich der Zooeintritt muss bezahlt werden. Sie haben den Global Music Contest Kreole 2014 gewonnen. Im Juli kommen Sie ins Schweriner Werk 3. Das Pulsar-Trio musiziert seit 11 Jahren zusammen. Dabei beeindrucken sie vor allem mit einer ungewöhnlichen Instrumentenzusammensetzung. Zu hören sind Sitar, Surbaha, Schlagzeug und Klavier. Das Konzert dieses einzigartigen Trios beginnt am 21. Juli um 20 Uhr. Im Ostseebad Rerik gibt es ein buntes Treiben auf dem Haffplatz. Die 28. Haff-Festtage werden wieder viele Besucher anlocken. Traditionell werden die Reriker Heulbojen die Festtage am Freitagabend einläuten. An drei Tagen präsentieren Künstler und Händler ihre Produkte. Eine Besonderheit in diesem Jahr ist die Eröffnung zur Fotoausstellung 80 Jahre Stadt Ostseebad Rerik. Die sommerliche Kunstschau in Parchim ist eine Traditionsveranstaltung. Ab dem 7. Juli heißt es in diesem Jahr in der Stadthalle der Eldestadt, Wasser weiß zu reden. Organisiert wird die Kunstschau durch die Stadt Parchim gemeinsam mit der Galerie Ebe. Der Eintritt ist frei, die ausgestellten Kunstobjekte können direkt erworben werden. Am 5. August um 10 Uhr gibt es eine Abschlussauktion. Zwei Stars der Travestie sind am 13. Juli im Rostocker Theater des Friedens zu Gast. Otti S. und Trude Bunker geben sich die Ehre. Dabei erleben sie Revue, Tanz, Gesang und ganz viel Glamour. Trude Bunker ist Deutschlands bekanntestes Heller von Sinndubel. Otti S. tritt regelmäßig im Carte Blanche in Dresden und im Hamburger Pulverfass auf. Karten im Vorverkauf gibt es im B7 und in der Planbar. Die 22. Stutenparaden des Gestütes Gancho finden gleich an mehreren Terminen statt. Am 8., 15. und 21. Juli erleben Sie mehr als 200 Pferde in gut 20 Schaubildern. Höhepunkt der Show ist eine freilaufende Herde aus etwa 100 Warmblütern. Nicht nur etwas für Pferdefreunde. Fahren Sie mit im 100-jährigen Zug. Beim Molly wird am 12. Juli zur Werkstattfahrt eingeladen. Ein Fotostopp und eine ausführliche Werkstattbesichtigung in Bad Doberan sind inklusive. Sie haben auch die Möglichkeit, mit der Lok mitzufahren. Weitere Infos auf molly-bahn.de. Abfahrt ist pünktlich 18.40 Uhr vom Bahnhof Kühlungsborn West. Sommer im Ozeaneum und im Meeresmuseum Stralsund heißt Familiensommer. 2 Monate lang können die Besucher kostenfreie Zusatzangebote nutzen. Im Ozeaneum können Sie bei einem Familienquiz Ihr Wissen testen. Täglich um 14.30 Uhr wird das große rund erneuerte Becken mit Schiffswrack und Sandtigerhai näher vorgestellt. Im Meeresmuseum erleben Sie zum Beispiel die Fütterung der Meeresschildkröten am Montag, Mittwoch und Freitag um 13 Uhr. Das komplette Ferienprogramm können Sie unter kindermeer.de nachlesen. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender. Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern.